wie für viele Gemeinden des Salentos, deren Wirtschaft sich hauptsächlich im Agrarsektor entwickelt, waren das Vorhandensein und die Nutzung unterirdischer Ölmühle in der gesellschaftlichen und im Arbeitsleben entscheidend für die Entwicklung der Stadt. Auf der Straße Via de Gasperi liegt die alte unterirdische Ölmühle San Blasi, die renoviert und dank einer hochwertigen Beleuchtungsanlage nutzbar gemacht wurde. Die unterirdische Ölmühle, auch Tapeti genannt, wurden in den Felsen gehauen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern vor allem um die höhere Wärmekapazität auszubeuten und so um das Öl von den übermäßig hohen Temperaturschwankungen zu schützen. Die Ölproduktion ist noch heute ein wesentliches Element der örtlichen Wirtschaft. Martano gehört nämlich zu den Städten mit hoher Ölproduktion und hier feiert man im Oktoberjahr das sogenannte Sagra della Olia Cazzata, im Mondat Volksfest der geknackten Olive. Das Fest stellt eine wichtige kulinarische und kommerzielle Veranstaltung der Ölproduktion dar.